Aber das Ton kann man ja im Prinzip auch rausnehmen. Ja, ne? Genau. Können wir denn? Hallo liebe Gartenfreunde, ich und Sönke haben uns gerade unterhalten und zwar frage ich mich, was dieses komische Holzmehl da auf den Pflanzen ist. Wie man hier sieht, ist da so ein weißes Zeug drauf. Sönke, kannst du uns vielleicht sagen, was das genau ist? Ja, das ist Sägespäne und die verwenden wir einmal, dient es als Verdunstungsschutz, sodass wir mit der Bewässerung eben Wasser sparen. Und zum Zweiten, auf dem Sägemehl keimt kein Unkraut. So bleibt die Ware sauber und unsere Kunden bekommen dann auch nur eben die Pflanze, die sie geliefert haben wollen und kriegen nicht noch irgendwelches Warenbegleitgrün mit. Ja. Das hört sich doch gut an. Müssen die Kunden das zu Hause denn wegmachen oder können die das, wenn sie die Pflanze einpflanzen, dann ein bisschen drauf lassen? Das würde ich einfach drauf lassen. Das hält die Pflanzscheibe sauber. Das ist also kein Problem. Das ist ein Beiwerk von uns. Okay, super. Danke, Sönke. Tschüss.